Die Zündapp KS 750 jault und heult wie eine Straßenbahn, die herannaht. Woran liegt das? Es liegt an den gradverzahnten Zahnrädern. Das Getriebe hat alle vier Gänge gradverzahnt. Bei BMW sind es dritter und vierter Gang schräg verzahnt, dadurch läuft sie ruhiger. Motor, Rahmen und Getriebe hatten die gleiche Nummer. Hier ist es die Nummer 616.922. Es ist also das 616.920. Getriebe. Unten auf dem Bock ist die Nummer 18.439 eingeschlagen. Das ist die Fertigungszahl der Getriebe. Die 6 bei der Fahrgestellnummer bedeutet, es ist eine KS 750. Also ist es die 16.922. Maschine, die hergestellt wurde. Die Differenz hier ist 1.517 Getriebe. Das heißt, 95 auf 1000 KS 750 Getriebe wurden extra gebaut, was 9,5% bedeutet. Man muss sehen, es war im Kriegseinsatz. Kommen wir jetzt einmal zum Zusammenbau. Da brauchen wir eine ganze Menge Teile für, die ich hier schon mal rausgelegt habe. Peters Werkstatt Handbuch ist dabei die große Hilfe des Zusammenbaus. Da sind alle wichtigen Daten drin, wie man das Gehäuse herrichtet und so weiter. Das Wichtigste an für sich am Getriebe ist der Schaltautomat. Die meisten vernachlässigen ihn ein bisschen, aber er muss wirklich gut eingestellt sein. Denn sonst nimmt das Getriebe Schaden beim Schalten, die Gänge sind nicht richtig drin, sie fliegen raus oder die Schaltgabeln laufen ein. Und wenn eine Schaltgabel nach einer Seite zu sehr drückt, dann hat sie nach der anderen Seite das Problem, dass sie nicht weit genug einführt. Und was wir hier sehen, ist zum Beispiel an dieser Schaltgabel, sie ist hier eingelaufen. Sie ist unten eingelaufen, aber oben nicht. Das heißt, die ganze Schaltgabel ist verbogen. Da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, um diese Schaltgabel zu richten. Und einen Schaltautomat auseinanderzunehmen, das ist relativ einfach. Das Problem ist nachher, ihn zusammenzubauen. Hier sieht man die Schaltwalze und die einzelnen Punkte stellen da, wo die Gänge einrasten. Das heißt, wo es Klack macht. Damit die Schaltgabeln nicht zu viel seitliches Spiel haben, ist dort ein Führungsblech. Dieses Führungsblech begrenzt das axiale Spiel der Schaltwalze und somit auch bestimmt sie die Maße der Schaltgabeln. Dazu gibt es 3 verschiedene Führungsbleche. Das sehen wir hier im Katalog, dass sie aufgeführt sind. Das ist die Nummer 115. Unten sehen wir, dass es 3 verschiedene Bleche dafür gibt. Die müssen also entsprechend eingepasst werden. Im Schaltautomat sitzt auch die Rastenschaltung für die Fußschaltung. Die muss also auch gut eingebaut werden. Und was dabei wichtig ist, überprüft vorher, ob diese kleine Gabel, wo die Fußschaltwelle einrastet, auch kein Spiel hat. Diese hat viel Spiel, da mussten wir erst das Spiel beseitigen, sonst hebt sich der Fußschalthebel immer erstmal 3 cm hoch oder nach unten, ohne überhaupt eine Funktion zu haben. Nun können wir den Schaltautomaten wieder zusammenbauen. Als letztes kommt diese kleine Platte rein, die wird auch gesichert durch ein Blech und wenn die festgezogen ist, muss kein Widerstand zu spüren sein beim Drehen. Der Lauf. Zweiter Gang, klack. Dritter Gang, klack. Vierter Gang. Und zurück, dritter, klack. Zweiter, klack. Leerlauf und durch in den ersten. Wir setzen jetzt den Schaltautomaten in unsere Leere ein, schalten ihn durch und hier stellen wir zum Beispiel fest, wie man sehen kann, der vierte Gang rastet nicht ganz ein. Das bedeutet, wir müssen die Schaltgabel ausrichten. Das müssen wir mit Gefühl machen. Vorne ist sie ganz hart und hinten ist sie weich. Man kann sie hinten biegen und vorne kann man sie biegen. Also das muss man schon ein bisschen können. Sonst, wenn es abbricht, ist es zu spät. Leerlauf. Zweiter. Dritter. Vierter. Und zurück. In das Getriebegehäuse unten setzen wir als erstes die 3 Kugellager ein. Hier ist schon die Vorgelegewelle montiert. Dann müssen wir dieses Kugellager zuerst machen, denn das können wir nicht mit dem Tannenbaum einbauen. Wie wir sehen, würde das hinderlich sein an dem ersten Gang. Die Hauptwelle ist die einzige, die durch einen Sägering gesichert wird. Wir legen dann den ersten Gang bei der Vorgelegewelle ein. Den muss man vorher einlegen, weil da ist so eine Verstärkungsnocke im Gehäuse, was man hier sieht. So kann man nicht zusammengebaut diese Vorgelegewelle einbauen. Als nächstes bauen wir dann den Rückwärtsgang ein. Das ist der Räderblock, der größere Räderblock. Die Welle wird gut geschmiert, denn da sind Buchsen drin, der wird ja nicht so oft gebraucht, da reichen Buchsen voll und ganz aus für die Kraftübertragung und dann wird er eingesetzt. Oben muss man darauf achten, dass die Aussparung in der richtigen Richtung zeigt. Die Achse für den Räderblock des Geländegangs ist hohl gebohrt und da muss er auch richtig stehen, hat zwei Bogen und von da läuft das Öl in die Achse und schmiert die Nadeln. Die Nadeln sind also wesentlich stabiler und die Belastung für den Geländegang wird auch häufiger deshalb wesentlich stärker sein. Wir legen 19 Nadeln unten rein, danach eine Zwischenbuchse, dann nochmal 19 Nadeln, fällt eine runter, dafür haben wir ein kleines Magnet, angeln die wieder raus und setzen die letzte Nadel ein. Dann kommt da oben noch eine Scheibe drauf, eine Anlaufscheibe, Öl vorher natürlich. Öl sollte man überhaupt immer gut benutzen. Ist etwas Wichtiges. So, und jetzt haben wir das an und für sich soweit fertig. Können jetzt die Schaltmuffe für Straße, Gelände und Rückwärtsgang einsetzen und führen dann dadurch die Hauptwelle ein, bis unten ins Lager und klopfen das jetzt leicht ins Lager ein. Und damit haben wir schon alle Räderblöcke und Zahnradwellen im Getriebe untergebracht. Da müsste sich dann gleich auch sofort etwas drehen. Nur der Straßengang ist durch eine Klauenschaltung verbunden. Wenn wir dann in den Geländegang schalten, schieben wir praktisch das obere Zahnrad, das werden wir gleich sehen, herunter hier in den Geländegang und dann nochmal weiter runter in den Rückwärtsgang. Das heißt, hier werden Zahnräder ineinander geführt. Man kann also ohne weiteres jetzt hochschalten wieder in den Geländegang. Und jetzt auch bei Fahrt, wenn man im Geländegang ist, kann man umschalten auf Straßengang. Das funktioniert, aber man kann nicht von Straßengang während der Fahrt auf Geländegang schalten, weil Zahnrad in Zahnrad ist wesentlich schwieriger, als die Schaltklau einzubringen. Wir vermessen jetzt noch die Höhe der Achsen. Eventuell legen wir etwas bei. 2 bis 3 Zehntel ist also ein gängiges Maß, was wir dort lassen können. Dann kommt das Rollenlager oben in den Deckel. Das wird gesichert durch eine Schraube. Der geht nur so auf die Kante. Diese Schraube, diese Sicherung. So, Dichtung auflegen. Wichtig, die Spannstifte nicht vergessen, denn sie fixieren das ganze Getriebe. Und jetzt wird der Deckel erstmal montiert. Der Dichtring, den haben wir schon in den Gehäusedeckel eingesetzt. Das Rollenlager ist montiert. Und jetzt wird noch der Kupplungskern draufgesetzt und mit einem Sägering gesichert. Bevor wir jetzt das Ölschleuderblech aufsetzen, müssen wir noch die Sicherung für die zwei Achsen machen, damit die in gleicher Richtung stehen bleiben. Jetzt können wir den Schaltautomaten einbauen. Dazu stellen wir ihn auf den ersten Gang und den kleinen Handhebel waagerecht. Und jetzt fädeln wir ihn in die beiden Schaltmuffen ein und schieben ihn ins Gehäuse. Dann kommt die Fußschaltwelle. Sie wird mit der Verzahnung genau mittig gesetzt. Das Blech haben wir vorher aufgesetzt für die Rückführung, das mit dem kleinen Stift. Denn die zwei Kugeln kommen zwischen den Stift und wir schalten die Fußschaltwelle. Die Kugeln drücken das immer in die Nullposition zurück. Das ist die Dichtung für die Fußbremswelle. Jetzt haben wir das erstmal fertig und verschlossen. Wir drehen nun das Getriebe, so dass wir an der Rückseite drankommen. Das heißt, hier müssen wir die Startervorrichtung aufbauen. Das ist die Starterratsche, Linksgewinde, andrehen. Nun müssen wir an für sich sperren, die Hauptwelle. Das machen wir von der anderen Seite, Linksgewinde, und die muss dann ganz fest gedreht werden. Dafür haben wir diese Blockade und jetzt richtig fest anziehen. Man sollte immer eins bedenken, wenn man den Starterhebel während der Fahrt, wenn der Motor läuft, leicht zurückdrückt, dann ist das wie ein Schlagschrauber und dann kann sich diese Schraube sonst lösen. Jetzt kommt noch eine kleine Feder und ein Sprengring. Und damit haben wir die Startervorrichtung fertig. So, und jetzt testen wir das gleich nochmal, ob das Teil auch funktioniert, ob es ratscht. Es funktioniert. Das ist der Anschlag für das große Starterzahnrad. Das große Starterzahnrad ist das Besondere, hat einen Zahn so leicht schräg. Ist, muss man sagen, so eine Zündapp-Krankheit. Hin und wieder bleibt der Starterhebel hängen, dann nicht weiter runtertreten, sondern hingehen, zweiten Gang rein, ein bisschen hin und her bewegen, dass sich diese Hauptwelle etwas dreht und dann greifen sie wieder sauber ein. Der Zündapp-Fahrer mit Erfahrung lässt den Starterhebel nach dem ersten runtertreten und den muss mehrmals drehen. Nie nach oben schnellen, sondern hält ihn fest. Jetzt müssen wir noch einen Ausgleich schaffen zwischen den zwei Tellerkegelrädern. Hier in diesem Vierkant kommt nachher der Kupplungsvierkant rein. Da muss eine Kugel drin sein. Und so haben wir das jetzt verschraubt und sieht das so aus. Der Anwerferhebel kommt nun ins Anwerferhebellager. Von innen kommt eine Buchse, darüber kommt die Feder, die müssen eingesteckt werden und dann oben ins Zahnrad. Die Vorspannung 10 Uhr, ohne Vorspannung. Und dann wird es eingesetzt und wird so leicht, ich sag mal so auf 5 nach 12 gesetzt. Dichtung draufsetzen und zwei 7 mm Schrauben, jetzt so auf 5 nach 12, da hat man den ganz leicht nach hinten, das ist besser, dann kommt man mit den Waden so nicht dran und dann passiert das nicht, was ich eben beschrieben habe. So, so ist es jetzt richtig, jetzt passt es. Jetzt können wir die ganze Sache vom Arbeitsbock runternehmen und setzen die ganze Sache, das Getriebe, auf die Werkbank. Denn jetzt ist noch eine Sache zu tun und zwar unten die Bremshebelei anzubringen, die Feder einzusetzen und die Kleinigkeiten, so ein B, ein paar Schmiernippel oder sonstiges. Das ist also von unten, wo wir jetzt als erstes dieses Durchgangsrohr für die Bremsflüssigkeit einsetzen. Da muss auch eine Dichtung zwischen. Ja, das setzen wir ein, geht nur mit einem 14er Nuss, die abgedreht ist, kann man das einsetzen. Hier kommt eine Lederdichtung, das ist ganz wichtig, nicht irgendwo eine andere Dichtung, denn die wird hinten mit der Schraube dann gespannt. Jetzt Feder einsetzen mit dem Stift und einmal drehen. Und erst jetzt kommt hier der Keil rein für den Hebel vom Bremshebel. So, und damit ist die ganze Sache fertig. Nachher kommt noch die Antriebsglocke dran. Der Peilstab für Bremsflüssigkeit ist nie rot lackiert. Nur dort, wo Öl eingefüllt wird, ist beim Militär rot lackiert. Das sollte man immer bemerken. Und der deutsche Soldat konnte kein Latein wie Maximum und Minimum. Bei ihm stand zu viel und zu wenig drauf. Dann haben wir noch zwei Schmiernippel, Rundkopf-Schmiernippel mit roter Unterlagsscheibe. So war das Original eben. Hier wird er geschmiert. Anzubringen. Tja, und dann sind wir mit dem Getriebe auch so gut wie fertig. Probiert haben wir es. Es läuft. Das wissen wir. Jetzt kann es eingebaut werden und auf geht's. Tja, so einfach ist an für sich so ein Getriebe zusammenzubauen, wenn man weiß, wie es geht und ein paar technische Tricks beherrscht und natürlich auch ein paar Hilfsmittel dafür hat. Vor allen Dingen der Schaltautomat ist ein Problem. Das andere geht fast. Tja, was soll ich sagen? Jeder kann es versuchen, kann es bei so einer Sache 100 Fehler machen. Wenn du 2 machst, läuft es nicht. Da ist das Dumme dabei. Also ich wünsche euch was. Wem es gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Motiviert immer wieder. Als nächstes werden wir wohl den Hinterachsantrieb machen. Damit ihr es auch mal seht. Es ist alles kein Geheimnis. Wir kochen auch nur mit Wasser und machen leckeren Kaffee draus. Bis dann. Tschüss.